Wärme ist eine Größe, die leicht zu messen ist, aber Wärme ist keine Zustandsgröße. Wir können aber bestimmte Prozesse uns überlegen, bei denen die Wärme doch mit einer Zustandsgröße korreliert. Einer dieser Prozesse war der isochore-spontane Prozess. Beim isochoren-spontanen Prozess entspricht die Wärme gleich der Änderung der inneren Energie. Wir wollen jetzt aus einem weiteren Prozess, Spezialprozess, die Wärme in eine Zustandsgröße verwandeln. Und wir erhalten dann eine neue Zustandsgröße, die Enthalpie. Wir starten mit dem ersten Hauptsatz, der immer und überall gilt. Änderung der Energie ist Wärme plus Arbeit. Delta U ist Q plus W. W können wir noch aufsplitten in Volumen, Arbeit und Nutzarbeit. Wir betrachten jetzt einen besonderen Prozess, nämlich einen isochoren spontanen Prozess. Bedeutet, Entschuldigung, einen isobaren spontanen Prozess. Bedeutet, der Druck ist konstant, Volumen kann sich also ändern und der Prozess ist spontan, also es ist keine reine Nutzarbeit im Spiel. Stellen Sie sich einfach eine Konservendose vor mit Inhalt. Sie öffnen die Konservendose, legen den Deckel auf den Inhalt, sodass er also verschiebbar ist, und stellen diese Konservendose auf eine Herdplatte. Der Inhalt der Konservendose wird sich erwärmen, der Deckel wird sich ein bisschen anheben, der Druck wird aber konstant bleiben. Außerdem ist der Prozess spontan, das heißt, es wird keine Nutzarbeit frei. Das ist ein typischer isobarer, spontaner Prozess. Wir beleuchten jetzt diesen Prozess unter Energieaspekten, wie ich gerne sage. Wir schauen uns diesen Prozess unter Energieaspekten an, durch die Energiebrille an. Nun, wir ändern das Volumen bei konstantem äußeren Druck. Das heißt, wir haben eine Volumenarbeit von minus P mal Delta V. Wir können also unsere Volumenarbeit durch minus P mal Delta V ersetzen. Nutzarbeit können wir streichen, weil wir haben einen spontanen Prozess. Das ist der erste Hauptsatz für isobare spontane Prozesse. Jetzt stellen wir diese Gleichung ein bisschen um und stellen fest, unsere Wärme, QP, entspricht Delta U plus P mal Delta V. Delta U plus P mal Delta V sind aber nur Zustandsgrößen. Das heißt, unsere isobare Wärme ist jetzt auf einmal eine Zustandsgröße für diesen speziellen Prozess. Und das nutzen wir aus. Zustandsgrößen wollen wir haben. Wir nennen einfach U plus P mal V, diese Kombination von Zustandsgrößen, um in eine neue Größe, eine weitere Größe, nämlich die Enthalpie H, eine Kunstgröße, neue Zustandsgröße, und sagen jetzt Delta H, Änderung dieser Zustandsgröße Delta H, ist gleich isobare, spontane Wärme. Die Enthalpie ist ein Begriff, mit dem wir jetzt ständig hantieren werden. Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie in einem System. Ein bisschen noch Druck und Volumen kommen darin vor, ist aber erst einmal vernachlässigbar und lässt sich messen aus einer isobaren, spontanen Wärme. Die Enthalpie ist eine ungemein nützliche Größe, eine ungemein nützliche Eigenschaft eines Systems, weil sie eben mit der Energie korreliert. Die Enthalpie lässt sich messen, lässt sich gut messen über isobare Wärmemengen und damit haben wir schon mehr als genug Gründe, um diese Größe einzuführen in die Thermodynamik. Wir schauen uns nochmal einen Prozess an. Durch die Energie oder besser gesagt durch die Enthalpiebrille. Wir haben Ausgangszustand A, konstanter Druck, Endzustand E, konstanter Druck. Auf der Enthalpie-Skala sieht das so aus: Wir haben den Ausgangszustand auf einem Level, wir haben den Endzustand auf einem Level. Der Unterschied zwischen diesen beiden Levels ist nun einfach zu messen
indem ich die isobare Wärme messe. Dieses Delta H, dieses HE minus HA, ist gleich der isobaren Wärme. Wir haben hier die Messvorschrift für die Enthalpieänderung. Enthalpien selber können wir nicht messen, genauso wie wir Energien messen können, aber wir können Änderungen messen. Das reicht aus. Am Beispiel bei einer chemischen Reaktion wollen wir die Änderung der Enthalpie messen. Unser Ausgangszustand, unsere Ausgangsstoffe, unsere Edukte sind Schwefelsäure und ein Gummibärchen. Das sind unsere, ist das, Summe ist ein, ist unser Ausgangssystem oder unser System-Ausgangszustand. Wir lösen dann dieses Gummibärchen in der Säure auf und das gelöste Gummibärchen ist unser Endzustand. Damit wir die Wärme bei diesem Prozess optimal und komplett erfassen, platzieren wir unser System in einem Wasserbad, so wie wir das auch schon beim Einführen der Innenenergie diskutiert haben. Und das Wasserbad dient nur dazu, dass wir die Wärme, die ausgetauscht wird, komplett erfassen. Jetzt werfen wir unser Gummibärchen in unsere Säure und messen, was passiert. Wärme wird abgegeben vom System an die Umgebung. Temperatur der Umgebung wird steigen und wir können jetzt diese Wärme ganz genau messen. Durch die Energiebrille betrachtet sieht das so aus. Wir haben unser System im Zustand A, bestehend aus Gummibärchen und Säure, und sind von diesem Ausgangszustand zum Endzustand gegangen, gelöstes Gummibärchen, dabei wurde Wärme frei. Wenn hier zum Beispiel 100 Kilojoule an Wärme frei wurden, können wir sagen, unser gelöstes Gummibärchen hat eine 100 Kilojoule geringere Enthalpie als unser Gummibärchen im ungelösten Zustand. Wir können also jedem System eine Enthalpie zuordnen. Ja, wann ändert sich die Enthalpie? Immer dann, wenn wir eine isobare Wärme messen können. Zum Beispiel beim Schmelzen von Eis zu Wasser, beim Verdunsten, Verdampfen von Wasser. Immer dann, wenn eine Wärme im Spiel ist, ändert sich die Enthalpie, ändert sich der Energieinhalt. Und wie vorhin angedeutet, die Änderung der Enthalpie etwa beim Verdampfen ist gleich dem Endzustand, Enthalpie des Endzustandes minus Enthalpie des Anfangszustandes. Die Enthalpie ändert sich auch, wenn wir die Temperatur verändern. Auch da ist ja eine Wärme im Spiel. Wenn ich etwa Wasser von 20 Grad auf 80 Grad bringe, habe ich die Enthalpie des Wassers erhöht. Und zwar genau um den Betrag, den ich als Wärme, als isobare Wärme zugeführt habe. Auf dieser Folie sind nochmal, oder sind mal alle Formeln dargestellt, die wir für Enthalpieänderungen Berechnungen benötigen. Die Enthalpie ändert sich manchmal, aber nicht immer, wenn wir einen Stoff verdünnen. Wenn wir zum Beispiel zwei Stoffe mischen, dann verdünnen wir ja jeden von diesen beiden Komponenten. Bei diesem Prozess, bei diesem Mischungsprozess kann es einen Wärmeeffekt geben oder auch nicht. Entsprechend sprechen wir von einer Mischungsenthalpie, die entweder auftritt oder nicht auftritt. Bei idealen Mischungen haben wir keine Mischungsenthalpie. Wenn wir zwei ideale Stoffe mischen, dann ändert sich die Temperatur nicht. Es ist kein Wärmeeffekt zu verzeichnen. Besonderes Interesse hat die Wärme bei chemischen Reaktionen. Das ist das Thema der Thermochemie. Wenn bei einer chemischen Reaktion Wärme frei wird oder aufgenommen wird, dann haben wir es mit Reaktionsenthalpien zu tun. Und diese Reaktionsenthalpien rechnen sich genauso wie andere Enthalpien als Differenz der Enthalpie der Produkte minus Enthalpie der Edukte. Wir wollen einige von diesen Prozessen etwas näher anschauen. Zum Beispiel das Schmelzen und Verdampfen. Wir hatten ganz am Anfang in unserem Kurs
Wärme und Temperatur von Wasser gegeneinander aufgezeichnet und haben dann latente und sensible Wärmen identifiziert. Die latenten Wärmen waren die Wärmen beim Schmelzen von Eis und beim Verdampfen von Wasser bei 100 Grad. Diese latenten Wärmen sind nun identisch mit Enthalpieänderung. Die Schmelzwärme, 6 Kilojoule pro Mol, entspricht der Schmelzenthalpie, abgekürzt Delta H Fusion. Flüssiges Wasser von 0 Grad hat 6 Kilojoule pro Mol mehr Enthalpie als festes Wasser bei 0 Grad. Ähnliches gilt für die Verdampfungsenthalpie. Gasförmiges Wasser bei 100 Grad hat eine Enthalpie, die 40,7 Kilojoule pro Mol höher ist als flüssiges Wasser bei 100 Grad. Delta H Vaporization steht für die Verdampfungsenthalpie. Na, all das, was wir früher isobare Wärme genannt haben, können wir jetzt Enthalpie nennen. Die sensiblen Wärmen, die Sie hier eingezeichnet sehen, die verknüpft waren mit einer Wärmekapazität, können wir jetzt auch in Enthalpie fassen. Wir hatten geschrieben, dQ nach dT ist CP. Jetzt können wir einfach diese isobare Wärme als Enthalpie identifizieren und sagen, CP ist dH nach dT. Wenn wir zum Beispiel festes Eis bei 0 Grad auf flüssiges Wasser bei 0 Grad bringen, haben wir die besagten 6 Kilojoule pro Mol an Schmelzwärme, an Schmelzenthalpie. Wenn wir jetzt dieses flüssige Wasser bei 0 Grad verdunsten lassen, dann brauchen wir zum Verdunsten, zu gasförmigem Wasserdampf von 0 Grad, eine weitere Enthalpie. Die Verdunstungsenthalpie von 45 Kilojoule pro Mol. Sie sehen, die ist ein bisschen größer als die Verdampfungsenthalpie bei 100 Grad. Und zwei Prozesse hintereinander gefasst. Weil der Energiesatz gilt, weil Energie nicht erzeugt oder vernichtet werden kann, gilt auch folgender Satz. Wenn wir diesen Prozess in einem Schritt durchführen, wenn wir also festes Eis verdunsten lassen, dann muss die Energie, die Enthalpie, die dabei eine Rolle spielt, sich genau aus der Summe der Teilprozessenthalpien ergeben. Dieser Pfeil hier hat also die Länge 51 Kilojoule pro Mol und ergibt sich als vektorielle Addition der eben diskutierten Pfeile. Dieser Energieerhaltungssatz, der für Enthalpien eben genauso gilt und für physikalische und chemische Prozesse ebenfalls gültig ist, wurde von Herrn Hess formuliert, schon bevor der erste Hauptsatz formuliert wurde. Herr Hess sagte, die Prozessenthalpien sind wegunabhängig. Es spielt keine Rolle, ob ich einen direkten Weg gehe oder einen Umweg gehe. Wenn ich die Gesamtenthalpie mir anschaue, komme ich auf denselben Wert für Delta H. Diese Aussage hier ist ein Sonderfall des hessischen Satzes, der allgemein lautet, Delta H auf dem Weg AC ist gleich Delta H auf dem Weg AB plus Delta H auf dem Weg BC. Wir werden diesen hessischen Satz noch extrem häufig verwenden, gerade für chemische Reaktionen. Wir können damit nämlich chemische Reaktionen, die gar nicht freiwillig ablaufen, berechnen aus anderen chemischen Reaktionen, die ablaufen und aus denen die erste Reaktion zusammengesetzt ist. Wenn wir die Zeichnung von vorhin, diesen thermischen Fingerabdruck, nochmal skizzieren und nach der Temperatur ableiten, haben wir hier eine Wärmekapazitätsdiagramm, und in diesem Wärmekapazitätsdiagramm kann man Wärmen ermitteln, indem wir einfach integrieren. Diese isobaren Wärmen entsprechen Enthalpiedifferenzen, also können wir einfach unsere Gleichung von ganz am Anfang so modifizieren, dass wir Qp als dH beschreiben. Und wenn wir H direkt berechnen wollen oder Delta H berechnen wollen, müssen wir diese Gleichung integrieren zwischen Anfangs- und Endtemperatur.
Zum Beispiel haben wir ganz am Anfang gesagt, um Wasser von 0 Grad auf 100 Grad zu erwärmen, brauche ich 418 Kilojoule pro Mol. Entschuldigung, 418 Kilojoule pro Kilogramm oder 7,5 Kilojoule pro Mol. Das ist jetzt auch entsprechend einer Enthalpie. Wir können sagen, 100 Grad heißes Wasser hat eine 7,5 Kilojoule pro Mol höhere Enthalpie als 0 Grad kaltes Wasser. Über die Mischungsenthalpie habe ich schon einiges erzählt. Wenn wir zwei Stoffe mischen und sich eine ideale Mischung ergibt, dann haben wir keine Mischungsenthalpie. Bei idealen Stoffen ist Delta-H-Mischung gleich 0. Bei idealen Mischungen sind nämlich die Wechselwirkungen zwischen den gleichartigen Teilchen und den verschiedenartigen Teilchen gleich groß. Wir haben also keine Änderung in den intermolekularen Wechselwirkungen. Bei Gasen ist das ganz deutlich. Wenn wir ideale Gase haben, haben wir ohnehin keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Und egal, ob sie in Mischung oder getrennt vorliegen, energetisch ist da keinerlei Komponente im Spiel. Wenn wir ideale Gase mischen, haben wir Mischungsenthalpie 0. Es gibt aber auch Mischungen, die sich endotherm oder exotherm bilden. Nehmen Sie die Mischung von Salzsäure und Wasser. Das ist eine exotherme Mischung, hier haben wir eine negative Mischungsenthalpie. Wenn wir die Mischung von Kaliumchlorid und Wasser uns anschauen, dann haben wir eine endotherme Mischungsenthalpie. Generell gelten diese Vorzeichenkonventionen für Wärme und Arbeit auch für Enthalpien. Exotherme Prozesse sind mit einer negativen Wärme verbunden, also mit einer negativen Prozessenthalpie. Wir fassen zusammen. Enthalpie ist eine Kunstgröße, eine Eigenschaft, die aus der Innenenergie und der Druck und Volumen errechnet werden kann. Und die Enthalpie ist ein Maß für die Energie, die in einem System steckt. Die Enthalpie kann geändert werden durch Änderung der Temperatur, Änderung der Phase und Änderung der chemischen Zusammensetzung. Bei nicht idealen Systemen kann auch die Verdünnung einen Einfluss auf die Enthalpie. Ansonsten ist die Mischungsenthalpie bei idealen Systemen gleich 0. Man kann die Enthalpieänderung messen, indem man isobare spontane Prozesse vermisst hinsichtlich ihrer Wärme. Jede isobare Wärme entspricht einer Enthalpie. Entsprechend kann man zum Beispiel die Schmelz- und Verdampfungswärme in Schmelz- oder Verdampfungsenthalpie umbenennen und die Wärmekapazität Cp als Ableitung der Enthalpie nach der Temperatur bei unserem Druck verstehen.